In den folgenden Minuten geht es um die Lordschaft Irland. Diese bestand von 1171 bis 1541 und begann damit, dass Henry II of England sich von den Königen von Irland als Lord of Ireland anerkennen ließ. Henry VIII wandelte Irland 1541 in ein Königreich um. Die Lordship of Ireland ist durch einen inneririschen Konflikt entstanden. Der König von Leinster, McMurrough, war in Feindschaft mit nahezu allen anderen Königen von Irland verbunden und er bat dann den normannischen Adeligen aus Wales, Richard de Clare, genannt Strongbow, um Hilfe. De Clare landete in Irland, eroberte relativ schnell den Osten und heiratete dann auch die Tochter von McMurrough. Als dieser starb, erhob er Anspruch auf den Thron in Leinster. Und das war ein Alarmsignal für Henry II of England, der sagte, oh, da könnte jemand zu mächtig werden. Gleichzeitig sei aber auch, das ist eine Chance, hier meine Macht, meine königliche Macht auszudehnen und meinen Besitz zu erweitern. Dementsprechend landete Henry VIII in Irland, eroberte sehr schnell Dublin und Waterford und ließ sich von den irischen Königen als Lord of Ireland bestätigen. Und damit war die Lordship of Ireland entstanden. Im nächsten Jahrhundert kam es zur Blütezeit der Normannen, was allein dadurch deutlich wird, dass sich, oder mit einem Blick auf die territoriale Machtverteilung wird das deutlich. Fast gesamt Irland war nun unter normannischer Kontrolle, mit Ausnahme einiger Randgebiete, die weiterhin gälisch blieben. Die Normannen brachten auch ihr Feudalsystem mit und es kam zu immer weiteren Ansiedlungen aus England. Wirtschaftlich ging es massiv bergauf und der Höhepunkt ist dann sicherlich das erste irische Parlament 1297. So ging es für die Normannen aber nicht weiter. Nächstes Jahrhundert ging es dann bergab und als erstes muss genannt werden der Feldzug vom Bruder des schottischen Königs, Edward Bruce, der durch Ulster Nordirland führte, massive Verwüstungen hinterließ. Als Erklärung, Schottland befand sich im Krieg mit England um seine Unabhängigkeit zu behaupten. Hart betroffen hat Irland auch die allgemeine europäische Hungersnot von 1315 bis 1317 und es kam auch zu Clan-Spannungen, im Grunde war es ein Bürgerkrieg in vielen Gebieten. Genannt werden soll hier als Beispiel der mächtige Burgh-Clan, ein Bürgerkrieg zwischen den Subclans, der dazu führte, dass Connacht, also der Westen Irland, nicht regierbar war. Die Normannen besonders hart getroffen hat 1350 die Pest, die vor allem in Städten zuschlug, wo die Normannen mehrheitlich vertreten waren. Insbesondere im 14. Jahrhundert kam es zur Gälisierung der Normannen, die immer mehr mit der irischen Bevölkerung vermischten und die irische Kultur annahmen. Man kann sagen, die Normannen waren ab einem gewissen Punkt irischer als die Iren. Das wollte man natürlich aus englischer Sicht nicht. Und es wurden die Statutes of Kilkenny erlassen. Die sagten, Engländer, also englische und irische Kirche ist getrennt. Engländer dürfen in keiner Weise mit irischen Familien in Verbindung treten, sei es Heirat, Adoption oder ähnliches. Engländer müssen Englisch sprechen. Und Fraternisierung mit Iren, das gibt es schon gar nicht. Das heißt, Freizeitgestaltung mit Iren, irgendeiner Verbindung, ist verboten. Also schön, dass die Statuten erlassen wurden. Nur fehlten die Ressourcen und die Macht, die auch umzusetzen. Und das bedeutet dann vor allem auch im 15. Jahrhundert, der gälische Einfluss nahm zu, der normannische Einfluss ab. Und das lag unter anderem auch daran, dass England in Kriegen wie dem Hundertjährigen Krieg, aber auch in dem eigenen Thronfolgekrieg, den Rosenkriegen, gebunden war. Diese Rosenkriege waren aber irgendwann vorbei. Henry VII betrat den, oder erstieg den Thron. Und dann folgte ihm Henry VIII. Henry VIII fand ein vollständig anderes Irland wieder, als es noch zur normannischen Blütezeit der Fall war. Es war hauptsächlich von irischen Clans beherrscht. Um seinen Einfluss zu vergrößern, wandelte er in Irland in ein Königreich um und er hatte noch mehrere Gründe. Er wollte ausländische Invasionen abhalten und vor allem Ansprüche des Papstes abwehren. Da, an dieser Stelle erinnert, Henry VIII ist verantwortlich dafür, dass die Church of England vom Vatikan trennte. Er versuchte nun Irland mit der Politik Surrender and Regrant unter Kontrolle zu bringen. Das heißt, Adlige geben ihr Land auf, erhalten es dann als Lehen zurück
Und die irischen Adligen sagen, typisch irisch, ja wunderbar, machen wir. Henry ist unser Herr, aber da wird ja nichts folgen. Dann haben sie aber getäuscht, als tatsächlich die englische Verwaltung angeführt wurde, englisches Erbrecht kam, die religiösen Gegensätze auftraten, brach dann Gewalt auf beiden Seiten aus und es folgten mehrere Aufstände, insbesondere das hier zu nennen die Desmond Rebellions. Doch mit dem Neunjährigen Krieg wurde das Ganze beendet, auch wenn weitere Aufstände folgten. Irland war nun endgültig unter englischer Kontrolle. Das war die Lordschaft von Irland oder The Lordship of Ireland in 5.